Ja, die Suse bleibt also hier stehen am Bahnhof. Ich hoffe natürlich, dass sie nachher noch da ist, wenn ich komme. Aber schauen wir mal. Auf dem Weg von Rogetz nach Wismar über Wittenberge mit einem 9-Euro-Ticket. Also wir lassen uns überraschen. Einmal umsteigen in Wittenberge und dann kommen wir irgendwann an einem ZOB in Wismar. Und von da aus schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich werde berichten. Bleibt dran. Ja, wir sind jetzt gut angekommen in Wittenberge und jetzt wollen wir weiter in Richtung, naja, Wismar. Jetzt gucken wir mal, wie das Verkehrsaufkommen hinter mir ist. Also, ja, ein schön was los hier. Um 9:01 Uhr geht der Zug. Also jetzt im Zug nach Wismar, es ist richtig, richtig voll hier. Und ihr Lieben, wir sind überall kontrolliert worden. Also immer unbedingt die Tickets bei haben und Ausweis. Also auf der Hinfahrt und auf der Nachhausefahrt jeweils Kontrolle. So, der Zug hat sich jetzt sichtlich geleert, weil die alle nach Hamburg wollen und nicht nach Wismar. Unser Glück. Es waren auch sehr viele Fahrräder im Zug, was eigentlich auch verboten war. Die haben natürlich sehr viel Platz weggenommen. Gut angekommen. Fahrt hat Spaß gemacht. Wir kommen dem Ziel näher. So, wir sind jetzt im Bus, nachdem wir erstmal eben falsch gefahren sind. Es gibt hier zwei Vieren und zwei Zweien oder wie auch immer. Man muss echt auf die Richtung achten. Jetzt sind wir in der richtigen Richtung zum Strand. Aber sehr freundlich sind die Busfahrer nicht. So.
jetzt sind wir in Wentorf hier. Hinten ist die See, also die Seebrücke, also das ist einer der längsten Seebrücken, die ich bisher erlebt habe. Also muss schon sagen, alle Achtung. Der Wind pfeift ein bisschen. Hinter uns ist Wismar, oder hinter mir. Und hier ist so ein kleiner Strandabschnitt, rechts und links. Sehr schön. Also, ja. Jetzt gehe ich mal zu meinem Bruder hin. Bis dann. Mach jetzt. Dann kommt doch mal hin. Ja. Welche Seebrücke kennst du denn oder welche magst du gerne? Wo fährst du gerne an die Ostsee hin? Ich bin ja eigentlich ein Prero-Fan und ein Zingst, also ich mag die ganze Dars-Ecke. Aber das hat sich jetzt mit dem neuen Euro-Ticket so gut angeboten. Also es war echt schön. So, nochmal gut angekommen in Wismar nach einer tollen Busfahrt. Und ja, jetzt essen wir noch was und dann gehen wir langsam zurück zum Bahnhof. Der Bahnhof ist irgendwie da in die Richtung. Aber es ist ganz schön voll hier in Wismar. Wir haben nach 17 Uhr leider keinen Backfisch mehr bekommen. Von daher sind wir dann chinesisch essen gegangen. Es war sehr lecker. Da wir jetzt die Ersten sind, die einsteigen von Wismar, ist er noch leer. Mal gucken, wie es weitergeht. Heimfahrt. 19.24 Uhr geht's los. Jetzt geht's nach Hause. Um 19.24 Uhr pünktlich los. Also mein Fazit zu diesem wundervollen Tagesausflug ist, natürlich war es voll auf der Hinfahrt. Wir sind relativ früh losgefahren schon, aber damit hatten wir ja auch gerechnet, dass es leicht überfüllt sein könnte oder voll. Aber es ging, also es war jetzt nichts, was man nicht, ja, nicht mitmachen konnte, oder? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der S1 nach Magdeburg Hauptbahnhof über Stendal Hauptbahnhof und Wolmirstedt. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station, Geest-Gottberg. Und wir sind angekommen, wo wir wollten. Wir sind auch pünktlich angekommen, hatten keine Verspätungen oder ähnliches. Ich mache diesen Tagesausflug auf alle Fälle nochmal. Es wird also einen zweiten Teil geben.